Hallo und herzlich willkommen zu Martins Noppenstein Eisenbahn und Straßenbahn aus dem Herzen der Vulkaneifel. Und schaut, was ich euch hier mitgebracht habe. Mein Modell der BA 93501. Es handelt sich dabei um das erste Serienmodell der preußischen T14.1, die ab 1918 in einer Stückzahl von weit über 700 Einheiten für die Deutsche Reichsbahn Gesellschaft gebaut wurde. Hervorgegangen ist diese Lokomotive aus der preußischen T14 und es wurde der Versuch gemacht, deren konstruktive Probleme zu verbessern. Wie immer habe ich vor dem Bau der Lokomotive umfangreich recherchiert und mir letztlich dann maßstabgerechte Zeichnungen, Modelle in verschiedenen Perspektiven und auch Originalfotos besorgt. Die Quellenangabe findet ihr im Videokommentar. Schauen wir uns mal die Details der Lokomotive an. Hier zunächst ein Blick auf die vordere Pufferbohle. Hier seitlich angebracht die Rangiererhaltegriffe. Dann hier der Blick auf die Rauchkammertür mit dem Zentralverschluss und der Angel. An der rechten Seite der Rauchkammer finden wir hier die Speisewasserpumpe und an dieser linken wie auch an der rechten Seite der Rauchkammer diese für die T14 typische Revisionsöffnung zur Reinigung der Rauchkammer und des Überhitzers. Auf dem Kessel erkennen wir vorbildgerecht die Aufbauten. Hier eine Version mit 4 Domen, 2 Dampfdomen und 2 Sanddomen mit den zugehörigen Fallleitungen. Dann die Dampfpfeife und das Sicherheitsventil vom Typ Ramsbottom. Der Zylinderblock war denen einer Einheitslokomotive schon sehr ähnlich. Das Rauchrohr zog gekrümmt nach oben und dann nach vorne, weil der Schornstein ein gutes Stück nach vorne vor dem Zylinder versetzt war. Oberhalb des Zylinders erkennen wir hier den Oberflächenvorwärmer vom Typ Knorr, der unterhalb des Kessels untergebracht ist, und dann hier die angedeutete Steuerung. Charakteristisch für die T14.1 war der unten abgerundete Wasserkasten, der es dem Lokführer und dem Heizer ermöglichte, am Umlaufblech bequem nach vorne gehen zu können. Eine gesonderte Haltereling war oben nicht angebracht. Die Bände des Wasserkastens waren oben gebordet, sodass man sie umgreifen und als Haltegriff verwenden konnte. Am Führerhaus erkennen wir hier die eingepolterten Auftritte zum Wasserkasten und die nicht eingepolterten Auftritte zum Kohlebunker. Die vorbildgerechte Beschriftung hier der Epoche 2 zuzuordnen und zwar in etwa der Zeit von 1922 bis 1935. Beim Blick von hinten auf die Lokomotive erkennen wir die hintere Pufferbohle, die mit einer Magnetkupplung ausgestattet ist. Sehr schön hier auch die Schlusslaternen und der Auftritt hier für den Lademeister. Der Kohlebunker ist gut gefüllt, im Original mit bis zu 4,5 Tonnen Kohle. Die Wasserkästen fassten insgesamt 14 Kubikmeter. Wobei diese Lokomotive eigentlich auch zur Befahrung von Nebenbahnen gedacht war, aber durch ihre Achslast von 17 Tonnen und der tatsächlichen Achslast der Hinterachse von bis zu 19 Tonnen hier erhebliche Schwierigkeiten machte, sodass der hintere Wasserkasten oft verblindet werden musste. Charakteristisch für die T14 waren die beiden großen Hauptdruckluftbehälter, die hier unterhalb einer großen seitlichen Klappe angebracht waren, in der der Lokführer und der Heizer ihre Habseligkeiten und Zubehör verstauen konnten. Diese Lokomotive war bis 1930 in der Eifel stationiert, und zwar im Bahnbetriebswerk Jünkerath.
Schwenken wir nun nach vorne auf das rechte vordere Umlaufblech, so erkennen wir hier die Druckluftpumpe. Und unterhalb des vorderen Umlaufbleches bzw. hier ganz vorne vor dem Rad der Vorlaufachse einen Gasbehälter, denn die ersten Versionen dieser Lokomotive waren noch mit Gas beleuchtet, sowohl die Laternen als auch die Führerhausbeleuchtung. Erst später wurden dann Turbogeneratoren eingebaut. An dieser Stelle findet sich bei späteren Lokomotivmodellen, also solchen der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR, dann eine entsprechende Aussparung im Lokrahmen. Wichtige Details sind hier der freie Blick unterhalb des Kessels und auf den Mischvorwärmer. Dann mussten aus bautechnischen Gründen Vor- und Nachläufer ausschwenkbar sein, was natürlich im Original nicht der Fall ist. Der Durchblick zwischen dem Lokrahmen und dem Nachläufer musste so schmal wie möglich sein. Wie ich dies bewerkstelligt habe, werde ich euch in der nächsten Einstellung zeigen. Klicken wir nun auf die Lok von unten, so erkennen wir den Vorläufer, der an diesen dünnen Liftarmen mit dem Lokrahmen verbunden ist und vorne auch eine Magnetkupplung trägt. Dann haben wir hier die Vorderachse bestückt mit MS-Rädern von Chris L. Hier die beiden angedeuteten oder der angedeutete Gasbehälter. Von Chris L. stammen im Übrigen auch die beiden Kreuzköpfe, die Treib- und die Kuppelstange, sowie hier das dritte Kuppelrad mit diesem größeren Gegengewicht, wie es im Vorbild auch der Fall war. Dann zeige ich euch noch den Nachläufer. Eine sehr stabile Konstruktion, die ein erhebliches Eigengewicht aufweist, was auch nötig ist, damit der Nachläufer sauber in den Schienen bleibt, auch wenn das Gewicht, gezogene Gewicht sehr hoch ist. Aufgehängt ist er hier an diesem dicken Liftarm. Und hier erkennen wir die 2x2 Slopes Curved, die dazu dienen, den Abstand zwischen dem Nachläufer und dem Lokrahmen optisch zu verkürzen. Denn in Wirklichkeit war natürlich Vor- und Nachläufer nicht so gelagert, dass sie ausschwenken konnten. Im Gegenteil, diese Lokomotive hatte Adamsachsen, die nur eine geringe optische Ausschwenkung zuließen. Sie waren um 8 cm nach links und rechts schwenkbar bzw. verschiebbar gelagert. Das lässt sich natürlich mit Klemmbausteinen und den entsprechenden Radien nicht realisieren. Beim Blick mit abgenommenem Kessel erkennen wir hier die Konstruktion des Vorbaus und die Befestigung der Aggregate. Verbaut sind hier zwei L-Motoren, die eine fast schon Übermotorisierung dieser Lok ergeben. Beim Blick von oben, ich kippe das Ganze mal so ein bisschen nach vorne, dann kann man das vielleicht besser erkennen. Dann seht ihr hier ein großes graues Zahnrad in der Mitte. Links und rechts kommen die beiden kleineren schwarzen Zahnräder von den Motoren. Dies ist wichtig, damit die Übersetzung der Lokomotive zum einen nicht zur Überschreitung der zulässigen Drehmomente der Motoren führen, andererseits aber auch keine zu hohe Endgeschwindigkeit entsteht. Leider war ein weiter vorne Anbringen der Motoren dadurch nicht möglich, beziehungsweise nicht gewünscht durch mich, weil ja der freie Durchblick unterhalb des Kessels erhalten bleiben sollte. Deshalb habe ich auf ein ausgeschaltetes Führerhaus hier auch verzichten müssen. Weiterer Nachteil ist natürlich, dass man beim Blick in das Führerhaus den Motor und auch den Batteriekasten gut erkennen kann. Solche nette Details wie dieses
dieses Fenster bzw. dieser Sichtschutz für den Lokomotivführer lenken aber von dieser Tatsache ab. Angetrieben werden übrigens die erste, zweite und vierte Kuppelachse über ein innenliegendes Getriebe. Lediglich die dritte Kuppelachse, dummerweise eben auch hier die Achse, an der die Treibstange befestigt ist, also die Antriebsachse, ausgerechnet diese wird nicht direkt angetrieben. Das liegt an der von oben führenden Transmission, die den Einbau eines Zahnrades hier nicht erlaubt. Von Nachteil ist dies jedoch nicht, da die Kuppelachse oder die dritte Kuppelachse hier über die Kuppelstange mit angetrieben wird. Sie ist ja sowieso ohne einen Radkranz ausgeführt und somit blind. Sie liegt normalerweise auch nicht der Schiene auf. Man muss nur sehen, dass diese mit angetriebene Achse nicht am Ende, also vorne oder hinten liegt, weil sie doch ein wenig zum Eiern neigt. Während wir uns nun das Fahrvideo ansehen, möchte ich euch noch ein bisschen was zum Vorbild der Lokomotive erzählen. Die T14 und deren Nachfolger, die T14.1, wurden von der Union Gießerei in Königsberg, dem heutigen Kaliningrad, russische Enklave zwischen Polen und Estland gelegen, gebaut, damals aber natürlich noch Ostpreußen. Ursprünglich gedacht war die Lokomotive für das Flachland, insbesondere für die Berliner Flachstrecken, erwies sich aber bald auch so zugstark, dass sie in Mittelgebirgslagen eingesetzt wurde. Zum Beispiel auch bevorzugt auf der Strecke zwischen Wiesbaden und Bad Schwalbach, zog dort den berühmten Langen Schwalbacher. Die Ursprungsstation T14 war ja mit doch erheblichen Mängeln behaftet. Sie wies eine sehr ungleichmäßige Verteilung der Achslast auf, was dazu führte, dass zum Beispiel die Vorderachse mit bis zu 19 Tonnen belastet war, was ihren Einsatz auf Nebenbahnen unmöglich machte. Auch war das Fahrwerk so konstruiert, dass die Lokomotiven an einem Ablaufwerk mit den Kuppelachsen zum Teil abhoben. Diese Nachteile versuchte die Union Gießerei Königsberg mit dem Bau der T14.1 auszumerzen, was nur teilweise gelang. Dadurch, dass die Reichweite gleichzeitig vergrößert werden sollte, wuchs nämlich das Gewicht des Hinterbaus der Lokomotive so an, dass dann der Nachläufer mit 19 Tonnen belastet war. Entsprechend, ich habe es ja schon erwähnt, musste dieser teilweise verblindet werden, um die Lokomotive auf Nebenbahnen, wie zum Beispiel der Westeifelbahn Geroldstein-Brünn, und das ist das Vorbild meines Zuges, fahren zu können. Vorbildgerecht habe ich meine Donnerbüchsen hier alle umgebaut auf eine Reichsbahnversion der 20er Jahre. Beschildert sind sie auch mit Nummernschildern der Reichsbahndirektion Trier. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte ich euch um einen Daumen hoch. Fragen und Anregungen schreibt ihr mir bitte in die Kommentare. Und durch einen Klick in die rechte untere Bildecke könnt ihr mich abonnieren. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.